Roads must a man walk down. Ja, wie viele Wege müssen wir Menschen gehen, um Frieden zu finden? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Wir wollen uns mit euch und Ihnen gemeinsam auf die Suche nach dem Frieden machen. Denn zum Frieden hat Gott uns berufen. Zum Frieden hat Gott uns berufen. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Jage dem Frieden nach mit jedermann. Hättet ihr das erwartet? So viele Leute auf der Demo. Was für eine Stimmung. Es kann nicht hingenommen werden, dass rechtsradikale Parolen zu immer neuem Unfrieden anstiften. Hier ist der Berlin-Rundfunk mit einer Eilmeldung. Gestern kam es bei einer Demonstration gegen die rechtsextremistische identitäre Bewegung in Berlin-Mitte in der Friedrichstraße zu einem Eklat. Drei schwarz gekleidete Personen mit identitären Symbolen auf der Kleidung attackierten eine friedlich bei dem Zug mitlaufende Familie mit Messern und Pfefferspray. Die Mutter wurde bei dem Versuch, ihre 7-jährige Tochter zu beschützen, von einer anderen Person schwer am Arm verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Angreifenden wurden von anderen Demonstranten festgehalten und schlussendlich der Polizei übergeben. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.
Wie bitte? Das ist doch genau die Demo, auf der wir gestern waren. Meine Gedanken überrollen mich. Meine Gedanken überrollen mich. Meine Gedanken überrollen mich. Mein Kopf schwirrt. Wie konnte so etwas passieren? Direkt in meiner Nähe, vielleicht 100 Meter von mir entfernt. Wie muss die Mutter sich gefühlt haben, als sie sah, wie diese Leute ihre Tochter bedrohten? Und immer wieder, das könnte auch ich gewesen sein. Das könnte auch ich gewesen sein. Ist das der Grund für meine plötzliche Anteilnahme? Kann ich nur mitfühlen, wenn mich etwas direkt betrifft? Ist dieser Fall nicht dasselbe wie alle anderen Fälle, die ich normalerweise stupide ignoriere? Ist mein Verhalten, wenn schon nicht richtig, wenigstens normal, menschlich? Oder bin ich einfach ein schlechter Mensch? Was ist überhaupt menschliches Verhalten? Menschlich, sittlich im Sinne des Konfuzius. Nein, so verhält sich doch sowieso niemand, oder? Eigentlich habe ich mich bisher politisch gar nicht so sehr interessiert. Aber gestern war ich mit Freunden auf dieser Demo. Es war echt schön und danach hatte ich das Gefühl, hier in der Demokratie eine Stimme zu haben, meine Meinung äußern zu dürfen und gehört zu werden. Doch als ich gerade diese Nachricht im Radio gehört habe, hat mir das zu denken gegeben. Das haben derartige Nachrichten zuvor in diesem Ausmaß noch nie geschafft. Meine Gefühle und Gedanken sind verworren und um es schön zu sagen, mein innerer Frieden und mein ignorantes Verhalten sind zerstört. Plötzlich sehe ich überall, an jeder Ecke aufrüttelnde Dinge. Dinge, die mich sonst immer kalt lassen. Der Obdachlose in seinem Schlafsack unter der S-Bahn-Brücke, die alte Frau, die immer aus dem Fenster schaut, die geistig krank ist und um die sich trotzdem niemand kümmert. Was ist ihnen eigentlich passiert? Und um zu meinem inneren Frieden zurückzukehren, war der Frieden außerhalb meines egozentrischen Hirns nicht schon immer abwesend? Ich denke schon, nur hat mich das nie interessiert. Meine Frage ist nun, herrscht in Deutschland wirklich Frieden? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich nun wirklich meine Freunde brauche. Habt ihr schon gehört, was passiert ist? Passiert? Was soll passiert sein? Ich habe im Radio eine Eilmeldung über die Demo gehört. Du meinst die Demo, auf der wir gestern waren? Ja, da ist etwas richtig Schlimmes passiert. Was denn? Sag schon. Ein kleines Kind wurde angegriffen und die Mutter, die es schützen wollte, liegt verletzt im Krankenhaus. Was? Und ich dachte, die Demo wäre gut verlaufen. Dabei sind wir doch zusammengekommen, um friedlich gegen die rechtsextreme Bewegung zu demonstrieren. Ja, die immer wieder Unfrieden stiftet. Unglaublich. Da denkt man, alles wäre nicht nur gut gewollt, sondern auch gut gemacht. Und dann entpuppt sich das als das genaue Gegenteil. Ist doch oft so. Nach außen wirkt vieles friedlich und tolerant. Aber wenn du genauer hinschaust, dann findest du Unfrieden. So als wäre der Frieden auf und davon. Zurückbleiben Streit, Missgunst, Neid und Gewalt. Das ist die Realität. Und dabei denken wir oft, wir leben in einem friedlichen Land, das keinen Krieg kennt. Doch wie viel Unfrieden, wie viel Ungerechtigkeit und Missgunst es gibt, erlebt man erst, wenn man hinter die Fassade blickt. Aber wo ist der Frieden? Wie können wir ihn finden? Mir kommt es oft so vor, als jagen wir dem Frieden hinterher und kriegen ihn noch nie wirklich zu fassen. Wie ein scheues Reh, das immer wieder auf und davon ist. Ich will Frieden. Nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen, im Alltäglichen. Ich möchte nicht durch die Straßen gehen und Bettler am Straßenrand sehen, den Streit in den Familien erleben und immer wieder Hetze und Hass.
Und was kann man da machen? Mir fällt da sofort der gute alte Kant ein. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Ach, Dume mit deinen Kant-Zitaten. Ja, aber stimmt doch. Ich weiß nur, um Kant zu verstehen, muss man erstmal mehrere Bücher lesen. Und wem hilft das? Uns bringt es jedenfalls nicht weiter. Ich habe eine Idee. Lass uns mal nach dem Frieden googeln. Also los. Frieden, Friedenstaube, Friedensbewegung, Friedensforschung. Hier steht, nicht im Studieren externer Theorien und Philosophien, sondern in der persönlichen Herausforderung, in der die Streitparteien für sich selbst neue Kommunikations- und Handlungsarten entdecken. Bedeutet das nicht, dass man den Frieden selber ausprobieren muss, Partei ergreifen und auf friedvollen Handeln muss? Genau. Handeln ist ein gutes Stichwort. Um Frieden zu schaffen, muss man handeln. Aber um im Sinne aller handeln zu können, braucht man auch die richtige innere Haltung. Du meinst das nötige Durchhaltevermögen? Genau. Du brauchst einen langen Atem. Kennt ihr nicht jemanden, der davon aus eigener Erfahrung berichten kann? Der diesen langen Atem bewiesen hat? Ihr meint einen richtigen Friedenssucher? Da fällt mir sofort Herr Joris ein. Herr Joris? Ja, Herr Joris hat damals einen schweren Unfall miterlebt. Ich weiß, dass er lange mit sich und der Welt gerungen hat. Und doch scheint er seinen Weg gefunden zu haben. Ihn sollten wir fragen. Suche Frieden, jag ihm nach. 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 Ihr wollt also wissen, wie man den Frieden wiederfinden kann. Wenn man, wie ich, so vieles verloren hat. Wenn die Bilder lebendig bleiben, einem immer wieder vor Augen führen, was passiert ist. Es braucht Zeit. Alles hat ja seine Zeit, aber vieles braucht auch seine Zeit. Für mich war es eine Zeit des Schmerzes. Nach dem Unfall, wo so viele Menschen ihr Leben verloren hatten. Durch einen Fahrer, der bewusst mit unserem Leben gespielt hat und der einfach so davongekommen ist. Es war auch die Zeit des Zweifelns, all das jemals vergeben zu können. Habe ich die Kraft, den Mut, das Durchhaltevermögen nicht aufzugeben? Es war auch die Zeit des Fragens. Wo war Gott? Und wo ist Gott jetzt, um mir zu helfen? Wo denn wer auf Gott, den Herrn, vertraut? Kommet her, ihr Kinder, höret mir zu. Seine Ohren hören auf ihr Schreien und er rettet sie aus ihrer Not. Denn der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Suche Frieden, ja, ja, geh ihm nach. Suche Frieden, ja, ja, geh ihm nach. Suche Frieden, ja, ja, geh ihm nach. Ich habe lange gebraucht, um zu erkennen, dass Gott mir nahe ist, dass sich die Tür, ja, der Weg zu ihm öffnet durch das Vertrauen und natürlich durch die Hoffnung und den Glauben. Gott hat mich aus dem Schmerz und der Dunkelheit herausgeführt, dass ich den Frieden, ja auch den inneren Frieden wiedergefunden habe, den Weg zurück ins Leben. Wo denn wer auf Gott, den Herrn, vertraut? Kommet her, ihr Kinder, höret mir zu. Seine Ohren hören auf ihr Schreien und er rettet sie aus ihrer Not. Denn der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Suche Frieden, ja, ja, geh ihm nach. Suche Frieden, ja, ja, geh ihm nach. Suche Frieden, ja, ja, geh ihm nach. Wenn ich überlege, was der Joris durchgemacht haben muss, was er so plötzlich verloren hat,
Und doch hat er nicht aufgegeben. Er hat weitergesucht. Er hat den Frieden wiedergefunden. Geholfen haben ihm der Glaube, das Vertrauen und die Hoffnung. Da fällt mir ein, Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist doch mein Konfirmationsspruch. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Aus dem Paulusbrief, 1. Korinther 13. Der Glaube an Gott, der uns hoffen lässt. Hoffen, nicht allein zu sein und die Hoffnung niemals aufzugeben. Durch die Liebe, die dieses alles trägt und umschließt, kann das geschehen. Natürlich die Liebe zu den Menschen, wirklich allen. Ich glaube, ich weiß nun, dass es in einem Land nicht wirklich Frieden für alle geben kann. Ich weiß zwar nicht, was Krieg ist, aber für mich ist Frieden etwas, was ich nur für mich selbst erreichen kann. Dafür muss ich mich selbst entscheiden, das Gute zu sehen, zu erkennen und natürlich zu tun. Da fällt mir noch ein Vers aus der Bibel ein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich spüre, ich bin gesegnet und ich gebe den Segen weiter. Ich habe Frieden und Zufriedenheit in mir und suche beides und gebe das weiter an andere Menschen. Ich bin ein Individuum, so wie jeder. Damit das Kollektiv Frieden hat, müssen wir ihn verbreiten. Und damit meine ich Leben. Wir müssen den Frieden leben. So können wir zu einem Zeichen werden, dafür, dass Frieden siegt. Frieden, Frieden, Frieden. Frieden, Frieden, Frieden. Frieden, Frieden, Frieden.